Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Blick. Der erste nach dem 13., nach meinem Geburtstag. Und ja, wenn man es von einigen prophetischen Aspekten her sieht, ist es wohl das Geburtsjahr oder der Beginn eines Geburtsjahres oder einer Geburtsphase, die nicht nur mich betrifft. Darauf gehe ich jetzt soweit nicht näher ein, außer dass ich bezeichnenderweise hier die Astrologie, die Prophetie und das, was ein gewisser Professor ja von sich gegeben haben, hier irgendwie ein bisschen deckt. Und das wäre jetzt an sich nicht so wichtig, sondern für mich ist ja immer, ich bin da tatsächlich, gehe ich von meiner Erfahrung aus, von dem, was ich selber durch meine Erfahrung erkenne. Denn sonst kann man mir ja viel erzählen. Und ich will kurz von dieser Erfahrung berichten. Bevor ich das tue, vielleicht eine kleine, was davor war. Genau. Also über William, den Post, ich leite sowas weiter, weil ich vertraue ihm. Das heißt, ich fühle mich da auch in gewisser Weise committed. Oder nein, ein Vertrauen, das ist besser. Ein Vertrauen, dass ich weiß, er macht nichts von ungefähr. Alles, was er macht, ist genau durchdacht und auch genau in Einklang und verbunden. Das heißt also, nein, es ist nicht die Ausgeburt von einem senilen alten Opa. Aber das ist egal, wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Er hat eine Zeitphase, eine Periode benannt. Viele haben sich dann an dem Datum und der Uhrzeit aufgehängt. Ja, okay, kann man machen, aber ist Verfälschung. Und wie ich überhaupt feststelle, nur so nebenbei, dass hier ziemlich viel verfälscht wurde. Leider auch der Traugott in einem Interview mit einem Herrn, wo, oh, Konstanzes Kind vollkommen falsch wiedergegeben wurde. Also wenn man das Buch nicht gelesen hat, sollte man besser schweigen, bevor man irgendwelche Halbwahrheiten oder gar völlige Verdrehtheiten von sich gibt. Also, denn nein, er ist nicht der Enkel und wie auch immer. Und außerdem finde ich es nicht besonders passend, wenn Dinge, die in einem Buch ganz genau durchdacht und durchlebt und durchfühlt sind, durchwoben sind, was man nach draußen gibt und nicht. Und dann kommt dann so eine Botschaft, so ganz bland kommt das dann hier unten drunter als Kommentar oder so. Ah, er ist ja der Sohn von dem und dem oder so. Finde ich platt ist die banale Ebene. Da sind wir auf der dreidimensionalen Ebene. Und ja, klar, wird das von mir gelöscht. Logisch, muss ich auch. Aber darauf komme ich gleich. So, also das heißt, es gab eine Zeit davor, die für mich, ja, indem es mich ja direkt betroffen hat, ne, denn der 13. Jänner ist nun mal mein Geburtstag. Und das heißt, ich hatte davor, also das ist die Zeit vorm Flaschenhals sozusagen, eine ja tatsächlich sehr enge Zeit und auch mit körperlichen Symptomen, die noch nicht vorüber sind. Aber das ist ja auch normal, weil das wirkt ja nach. Ich habe eine Sitzung gemacht, nur so nebenbei, bei derjenigen, die die Kristallmenschen leitet jetzt, nach dem Tod von Sabine Wolf. Und sie hatte mir das angeboten, also habe ich das Angebot gerne angenommen. Und sie hat mich da durchgeleitet per Zoom-Call. Und ich will nur so weit berichten, weil ich, wie gesagt, ich habe einmal in meinem Leben eine Rückführung gemacht und ansonsten war das jetzt kein Thema, dass ich mich da mordsmäßig in die Vergangenheit zurückbegebe. Aber es ging um ein körperliches Symptom und sie fragte mich, wie weit es zurückgeht. Hunderte Jahre, mehr, tausende Jahre, mehr. Am Ende landeten wir, ich glaube, es waren 8000 Jahre oder sowas. Egal, also das ist nicht so wichtig, es waren nur auf jeden Fall mehrere tausend Jahre. Und was ich dann gesehen habe, das war mir in dem Moment nicht bewusst, dass das so sehr geähnelt hat, dem Avatar-Film, ich meine jetzt den ersten, nicht den zweiten, den würde ich mir nicht mehr anschauen, so ähnlich wie bei Matrix. Diese Dinge werden gekapert. Darüber rede ich dann aber gleich. Ja, und ich hatte mich gesehen als ein weibliches Wesen, immens groß, immens groß. Die Beine, die Füße nicht wirklich ausgeprägt, sondern irgendwie amorph. Die Füße irgendwie mit der Erde verbacken oder keine Ahnung oder so fischig wie Flossen oder also völlig undefiniert. Und oben ganz langs gezogen, eine weibliche, war ich da in einer weiblichen Gestalt. Und ich war ganz offen irgendwie, was weiß ich, die hohe Priesterin oder irgend so etwas. Und das war die Inkarnation, zu der ich da zurückgeführt wurde. Und das war schon immens, vor allem, weil sie mir berichtet hat, dass sie am selben Tag eine Rückführung gemacht hat. Und die hatte eine ähnliche Zeitspanne und eine Ähnlichkeit. Und davor aber noch nie. Naja, also das war an dem Tag offensichtlich die Energie, da zurückzugehen. Und das ist ja im Moment, was meiner Arbeit
bei allem zugrunde liegt, ne? Dieses sich wieder an das Göttinnensein zu erinnern, sich wieder an die Göttin zu erinnern, aber jetzt nicht auf eine abstrakte Ebene oder rein mentale Ebene, sondern es wirklich zu durchleben. Ja, ich bin ihr sehr dankbar für diese wunderbare Arbeit, wo wir das auch wunderbar aufgelöst haben. Ich kann es nur empfehlen, ich gebe die Informationen drunter für den Fall, dass ihr da interessiert seid. Ja, und ja, die Göttinnen haben mich natürlich dann zu Ingrid Rasselenberg geführt. Das war ein unglaubliches Geschenk. Irgendjemand schickte mir ja den Link. Und ich habe sie noch bevor ich weggefahren bin, kontaktiert. Genau an meinem Geburtstag hat sie mir geantwortet und ganz herzlichst geantwortet. Und wir sind so verblieben, dass wir in Kontakt treten. Im Moment hat nur die Zeit, meine Sendungen und tatsächlich auch gesundheitliche Aspekte das noch nicht ermöglicht, dass ich in Ruhe mit ihr Kontakt aufnehme. Das heißt, das steht noch bevor. Ja, das war alles, bevor ich ja in den Untergrund gegangen bin. Am 13. war ich noch in Wien. Und ich weiß noch, dass ich diese Nacht sehr besonders erlebt habe. Seltsamerweise, direkt nach Mitternacht kam ein Donner, ein Böller. Und danach war Stille und in mir war auch Stille. Und ich habe ja mehrere Sendungen gemacht über diese andere Zeit, ne? Also ich habe mich ja mit dem Thema Zeit nicht beschäftigt. Das wäre falsch, weil das kommt zu mir. Das ist aus mir heraus, dass das dann geboren wird, ne? Das kommt immer aus mir heraus, aus dem, wo meine Seele mich durchlenkt. Und dann weiß ich, jetzt ist es an der Zeit, mich mit Kairos, also Kronos, Kairos und Äon zu beschäftigen. Was ich ja in meinem letzten Video gemacht habe. Und diese Zeitqualität, ne, wo ich dann auch gemerkt habe, es ist für mich völlig egal, worauf, also ist es egal, nein, das ist nicht das richtige Wort. Es ist die Frage, auf welche Ebene bezieht sich das, die ganze Prophetie, die Astrologie in dem Fall natürlich auch, oder Numerologie, oder unsere Ahnungen, oder das, was William Toll sagt. Werden wir wirklich hier Raketen und Bomben am Himmel haben? Keine Ahnung. ehrlich gesagt, diese Ebene interessiert mich nicht besonders. Weil mir klar ist, die verändert sich auch, ne? Je nachdem, wo wir sind. Es ist die Frage, inwieweit sind Raketen und Bomben auf unserem Himmel, an unserem Uranushimmel, in uns, ne? Wo sind wir? Und wenn wir jetzt vom Himmel reden, dann, ich hatte das Bild des Flaschenhalses, das wäre ja auch dann mit Monika Donner und Peter und Manuel Mitters gemeinsam bearbeitet haben, nochmal, noch genauer. Und dann bin ich drauf gekommen, ja, es ist zwar der Flaschenhals, aber es könnten auch mehrere Flaschen hintereinander sein. Wobei ich dann schon glaube, dass es zu einem großen, also mehrere kleine kulminieren zu einem großen. Viele reden ja von einer Zyklik. Das mit der Zyklik halte ich für gefährlich, weil wir dann glauben, wir landen immer wieder am selben Punkt. Und dann kommt ja sowas wie, warum sollen wir uns überhaupt in Bewegung setzen? Und natürlich ist dann naheliegend, dass wir das Ganze als eine Spirale sehen oder als eine Oktave, ich bin schon am Überlegen, ob ich das Wort Oktave, weil da ist ja 8 drinnen. Egal. Aber nehmen wir mal eine Oktave, die sich wiederholt oder eine Sequenz, das ist das richtige Wort. Eine Sequenz, die sich wiederholt, aber immer auf einer höheren Ebene. Ich werde gleich veranschaulichen, was ich damit meine. Ich kam auf jeden Fall zurück nach dem Ausflug in den Katakomben, ein Scherz, in den, ja, im Untergrund von Kloster Neuburg. Ich habe beides erlebt. Ich habe oben das Stift angeschaut mit dem Verdaner Altar, Prunk und Üppigkeit. Und dann unten diese Ausgrabungen, die ja privat finanziert werden und völlig dahin darben, ne, weil sie natürlich nicht anerkannt werden dürfen oder weil es verhindert oder versucht zu verhindern. Man versucht es zu verhindern. Und der Hausherr darf ja auch keine Werbung dafür machen. Es war sehr beeindruckend. Es war wie eine Reise in eine andere Welt und in eine andere Zeit. Das habe ich tatsächlich erlebt. Wenn ich also ich bin eingetaucht in eine andere Zeit. Die erste Führung ging über die prähistorische Zeit. Die zweite Führung ging über die Templer am nächsten Tag. Und ich kam jeweils raus und hatte Schwierigkeiten mit der Orientierung hier in dieser 3D-Welt. Und als ich dann, und übrigens, wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und ich leite das weiter, weil wie gesagt, öffentlich darf hier gar keine Werbung gemacht werden. Ich kann es nur empfehlen, es ist sehr, sehr bereichernd, aber es wird nur innerhalb eines Vereins organisiert. Also man kann das dann nicht als Privatperson hin. So viel dazu. Als ich zurückgefahren bin, war mir klar, wo ich vorher mit dieser Welt hier unten, dieser sichtbaren Welt, dieser 3D-Welt,
schon enorme, da hinten ist der Gypsy, weiß in weiß, schon enorme Schwierigkeiten hatte, oder was heißt, ich immer weniger Kontakt dazu, ne, immer weniger sie ernst nehmen konnte. So hat sich seit meiner Rückkehr einfach, und ich habe zuerst mit dieser anderen Welt, so habe ich das ja auch immer beschrieben, nur so vage Kontakt aufgenommen. Es war so nebulös, so diffus. Irgendwie habe ich von rübergreifen gesprochen, aber definitiv rübergreifen. So. Und jetzt, seit ich zurück bin, ist das Gefühl, das Empfinden, ich bin schon vorsichtig, weil Empfinden bezieht sich auch wieder auf die fünf Sinne. Darauf komme ich jetzt gleich. Nein, meine Wahrheit, meine Realität, das, was ich erkenne, ist ganz anders. Und zwar, dass ich nämlich, ich bin mit der anderen Welt in Verbindung, die jetzt meine, diese Welt ist. Und die Welt wird mittlerweile immer mehr zur anderen Welt. Also ein Shift hat begonnen, ist am Abzeichnen. Und wie immer, ich bin jetzt ganz süchtig geworden nach diesen Videos von der Ingrid Rasselenberg. Das ist wunderbar, das sind ganz kurze Videos. Die könnt ihr alle unter Anja Biele. Gott, das ist jetzt wieder typisch. Wenn ich meine Notizen öffne, fängt mein Computer an wieder zu spinnen. Der spinnt nämlich. Anja, ich gebe es drunter. Biele, ach, das ist fürchterlich, wenn ich meinen Namen nicht merke. Ich gebe die Links drunter, außerdem habe ich sie überall geteilt, bei mir, bei Telegram und so weiter. Aber unter diesem Video werdet ihr den Link auch finden. Das sind kurze Videosequenzen zu gewissen Themen, die ich alle empfehle. Und ja, ich meine, etwas so ganz Einfaches, ne, wie sie es ausdrückt, wo ich merke, ja, das ist es. Die Seele hat die Führung übernommen. Das ist jetzt definitiv. Die Führung liegt nur noch in meiner Seele. Das andere, der Schmufu, das kann mich mal. Das kann mich mal. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen damit nicht umgehe. Im Gegenteil, wenn du eine höhere Hierarchie erreicht hast, kannst du mit der unteren Hierarchie wunderbar umgehen. So, und damit das jetzt nicht so abstrakt ist, was ich hier sage, will ich euch das jetzt veranschaulichen. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir durchaus Parallelen sehen können zwischen der Numerologie und der Astrologie. Sehr, sehr spannend. Unglaublich spannend. Und ja, auch natürlich vielleicht in den Chakren, aber ich bin mir nicht sicher, das geht sich nicht aus. Ne? Egal. Also bei der Astrologie, ja, haben wir ja zuerst 1, 2, 3, 4. So, das ist die erste Sequenz, das erste Drittel. Ja. Wo sich überhaupt erstmal das Kind irgendwie zu einem dahin ausbildet, dass es sich manifestieren. Also das ist die unterste Ebene. Und dann geht es weiter mit 5, 6, 7, 8. Und dann geht es weiter mit 9, 10, 11, 12. So. Und da entspricht die Numerologie dem, was auch mit der Astrologie ist. Wir haben 12 Prinzipien. Jenseits der 12 ist dann die 13. Da beginnt es sozusagen neu oder aber auf einer höheren Ebene. So, aber wir bleiben jetzt mal bei diesen 12, denn bei der 12 endet der Maya-Kalender und darüber habe ich ja genug gesprochen, über dieses Ende der Zeit. Ne? Da endet die Zeit. Und die Frage ist, inwieweit hat William davon gesprochen? So, wenn wir jetzt die ersten vier nehmen, das ist bei der Astrologie, ist das Widder, Stier, Zwilling und Krebs. Und da sind wir auf einer sehr, sehr elementalen Ebene. Ich will jetzt nicht werten, also nicht falsch verstehen. Ich meine jetzt nicht, dass jeder Krebs und jeder Widder da unten ist, sondern ich rede jetzt hier von Prinzipien und jeder lebt diese Prinzipien auf verschiedenen Ebenen. Also das ist jetzt keine Wertung, sondern es ist eine Zuordnung. Das ist etwas anderes. Wir können sagen, hier ist das kindlich-animalische, rein biophysische, das ums Überleben kämpft. Oder dem es ums Überleben geht. Sei es der Funke, der überhaupt erstmal sich manifestiert, sei es die Grenzen, die Abgrenzung, die Sicherheit im Stier, sei es sich mit anderen verbünden, Netzwerke bilden, damit man überleben kann, so wie wir das auch bei den Raupen gehört haben, oder sei es auf der emotionalen Ebene überleben. Also es sind die fundamental biophysikalischen Voraussetzungen, wenn ich jetzt mal der Ingrid ihren Begriff benutzen kann, um überhaupt zu überleben. Und ich habe eine neue, nicht eine Serie, denn ich denke, es wird eine Trilogie sein, schätze ich, was ich so glaube. Ich habe den ersten Teil, nehmen wir jetzt mal an, einer Trilogie gemacht mit der Ortrud, einer Künstlerin, die wirklich Seelenbilder zeichnet oder malt. Und in dem ersten Teil ging es um das Kind, das überhaupt erstmal geborgen werden muss, in Sicherheit gebracht werden muss, das überhaupt mal sowohl physisch als auch emotional überleben muss, damit überhaupt irgendwas hier
zum nächsten Schritt übergehen kann. So, das könnt ihr euch gerne anschauen. Das zahlt sich aus, auch für die, die normalerweise mit Bildern oder Kunst nichts zu tun haben. Es ist eigentlich ein Heilsweg. Jemand meinte, dass es dem entspricht, was ich, oder sehr mit, viel mit dem zu tun hat, was ich in dem Workshop mit der Diana Hemmi gemacht habe, die Arbeit. Und ja, ich denke. Und es hat auch sehr, sehr viel zu tun mit meinen ersten Videos, die Videos der ersten Jahre, wo ich immer über das innere Kind gesprochen habe und darum, dass wir das innere Kind, dass wir es abholen und wir es in Sicherheit bringen, wir es bergen, auf dass es geborgen ist in der Geborgenheit. Und dann können wir weitergehen. Und dann ist hier jeweils eine Grenze. Ne? Ich sage ja immer, der Kontakt findet an der Grenze statt. Und hier ist die Grenze. So, und wenn wir das jetzt auf der linearen Zeitebene sehen, denn ich denke, darauf ging die Ingrid Rasselenberg auch ein, aber nicht so wie ich. Also ich will es euch nur auf eine andere Art näher bringen, die vielleicht noch näher bei euch dran ist. In dem Zeitalter, es gab gewisse Zeitalter, da ging es nur ums reine physische Überleben. Na, also wirklich, da hatten wir es mit Hexenverbrennung zu tun oder darum, dass die Menschen verhungert sind. Das heißt also, da reden wir wirklich auf der biophysikalischen Existenzebene ums Überleben. Das reine Überleben des Körpers. So. Das wäre hier. Also man kann es jetzt die Körperebene nennen oder natürlich die Kindebene. Und ja, ich weiß, mit der Monika hatte ich eine Diskussion, weil sie meinte ja das göttliche Kind. Aber das göttliche Kind ist nicht das, was ich hier meine. Hier ist das biologische Kind. Das göttliche Kind ist eines, das im geistigen und im seelischen Zuhause ist und immer bei uns ist und davon nie tangiert war. Ich rede hier tatsächlich von dem inneren Kind, was für mich das kleine Kind ist, was auch das traumatisierte Kind ist, das wir weggesperrt haben. Und da empfehle ich euch die Sendung mit der Ortrud. So, dann haben wir die nächste Ebene, wo ich sagen würde, es geht um die Ausbildung des Ichs. Des Ich Bins. Wer bin ich? Und damit auch der Ausdruck des Ich Bin. Das heißt, wir haben im Löwen den kreativen Ausdruck, den hinausgreifenden, in die Welt hinausgreifenden, den beherrschenden, den anführenden, den ja, eine männliche Feuerkraft, ne? Die einfach sehr viel mit Kreativität und kindlicher Neugierde zu tun hat. Und auf der sechsten Ebene haben wir in der Jungfrau, ne, dieses alltägliche ganz pragmatische, ne, etwas ordnen, etwas in die Ordnung zu bringen. Und auf der siebten Ebene ist es die Beziehung mit dem Du, ne? Dass sich mein Ich mit dem Du aneinander reibt. Das heißt, dass es hat hier eine Dualität, wo wir hier einen Menschen haben, ne? Das Ich, also das Unausgeprägte, so gesehen könnte es natürlich das Es auch bezeichnen werden. Und hier haben wir es in einer Ich, in einer da erwachsen wir, ne? Und werden aufrecht. Und da geht es auch um die Beziehung. Und mit der Acht ist das Ende erreicht, so wie mit der 4 das Ende hier erreicht ist, wo wir auf eine andere Ebene gehen, von der inneren, von dem inneren Prozess, der in uns stattfindet, in ein Außen. Ja, haben wir es hier zu tun mit der 8, das ist der Skorpion, das ist das Stirb und Werde, das ist, wo das Ganze in die Wendung kommt, weil es am Ende ist, weil es hier der Tod ist und mit dem Tod natürlich die nächste Ebene geboren wird. So, und wenn wir das jetzt hier als Ich-Zustand bezeichnen, dann können wir hier erkennen, wie sie das Ich gekapert haben. Das ist die Zeit der Aufklärung. Ne? Statt Aufklärung haben sie das Ich gekapert. Wie Kapern funktioniert, darauf gehe ich jetzt gleich ein. Das heißt, sie haben eine sogenannte falsche Ich-Identität uns verkauft, ne? Dass wir uns mit anderen Dingen identifizieren und dadurch unsere Ich bin, wer ich bin, dass die Persönlichkeit statt dieser Identifikation mit dem Ich haben sie eine Persönlichkeit übergestülpt. Ja? Sie haben uns eine andere, das ist das Pfropfsystem hier, ne? Wo sie hier eine Bifurkationslinie geschaffen haben, um uns zu kapern, ne? Damit sich kein Ich Bin ausbilden kann. Denn nur wenn hier das alles stabil ist, können wir in die nächste Ebene gehen. Hier haben wir wieder den Übergang. Und das wäre jetzt die geistig-seelische Ebene. Die ist jetzt jenseits der Materie. Und das fand ich sehr spannend. Die Ingrid Rasselenberg hat den Harari zitiert, der ja irgendwie in seinen Büchern solche Sprüche loslässt wie, okay, wir sind reine haptisch-kognitive Wesen. Ne? Darüber hinaus gibt es nichts. Ja, das war hier dieses Kapern. Ne? Nämlich, das darf nicht passieren. Da durften wir nicht ankommen. So, aber was ist mit dem Zeitalter hier von der Esoterik, der Spiritualität, also Rudolf Steiner oder Annie Besant oder die Blavatsky, hier auf jeden Fall war es nicht mehr aufzuhalten, dass es in die geistig-seelische Ebene geht.
Und was haben sie gemacht? Sie haben das natürlich auch gekapert. Ne? Man denke an Freud, aber natürlich auch Blavatsky oder wer auch immer. Also ich will es jetzt gar nicht so genau definieren, sondern hier ist jetzt wieder eine Bifurkationslinie, so wie sie hier uns die Persönlichkeit versus diese Ich bin-Selbstbewusstsein, ja, eine andere Abzweigung, sodass du nach links abzweigst, statt auf deinem Weg zu bleiben. Und eine ähnliche Bifurkationslinie haben sie auf der Geist-Seelen-Ebene. Sie haben das gekapert, indem sie uns erklärt haben, ja, das ist zu hoch für dich, da bist du zu dumm, da brauchen wir Experten, da brauchen wir die Studierten, da brauchen wir die Wissenschaft, da brauchen wir die Religion, da brauchen wir die Staatsführer und so weiter. Und natürlich geht das dann wieder auf die Wirtschaft. Im Moment ist ja alles dem Wirtschaftlichen unterliegt alles dem Wirtschaftlichen, was natürlich hier reingreift in das reine Überleben. So, na, wenn das kleine Kind hier Angst hat, dass es nicht überlebt, kann es natürlich hier gekapert werden. Ne? Und sie lassen uns hier abbiegen, damit wir nicht diesen Weg gehen, weil da weißt du, dass du ein geistig-seelisches Wesen bist, dass das deine Ich bin, deine tatsächliche Ich bin-Identität ist. Und dass das wiederum, wenn du denn hier entlang gehst, es wäre natürlich so gesehen eigentlich ein geradliniger Weg und nicht der rechte, aber in der Bibel heißt es ja auch der rechte Weg, der rechte Pfad. Das ist jetzt nicht so wichtig, ob ihr das als geradlinig sehen wollt oder als rechts abgebogen. Ich will vor allem die Bifurkationslinie hier veranschaulichen. Und wenn du hier diesen Weg gehst, wo du erkennst, dass du ein geistig-seelisches Wesen bist, dann kommst du in deine Schöpferkraft, beziehungsweise du erinnerst dich an deine Schöpferkraft. Und die hat dann wiederum natürlich Auswirkungen auf all die, denn dann weiß deine Kleine und dein Kleiner, dein inneres Kind, ich bin versorgt. Wohingegen, wenn die hier gewinnen, ja, dann kommen sie mit Angst und Schrecken, du kannst hier nicht überleben, ne? Die Wirtschaft und so weiter und Mangel und Pipapo und deine Identität ist eine reine Persona und geistseelisch ist entweder bei den Priestern, bei den Gurus, bei den Erleuchteten, oh, die Erleuchteten und so weiter, ja, also das wäre diese Seite und ja, sie kapern es, denn das ist unser tatsächliches Sein, ja, unser Selbst. Ich weiß nicht, ob es hier Wesen gibt, die das nicht zur Verfügung haben und die deswegen hier das kapern, denn hier ging es darum, die Herrschaft über unseren Körper zu haben, im Sinne von Überleben, über Leben und Tod und Überleben und Essen und versorgt sein. Hier ging es darum, die Herrschaft über unsere Person, jetzt wollte ich auch schon sagen, über den Menschen zu haben, ja, über den erwachsenen Menschen zu haben. In seiner Ausprägung hier in dieser Welt, in seiner Hinausgreifen auch auf diese Welt, ne, also Handlungsfähigkeit in dieser Welt. Und das haben sie durch diesen Personenkult gekapert, ne, dass sie uns erklärt haben: Okay, du brauchst, was weiß ich, eine Nummer, eine Sozialversicherungsnummer und so weiter, du brauchst Autoritäten, du brauchst wen, der dich regiert. Also hier sind wir auf der rein weltlichen Ebene, was die Macht betrifft. Und die Macht hat ja so viel mit der Acht zu tun, Macht und Ohnmacht. Nicht umsonst ist zwischen der Acht und Neun das galaktische Zentrum. Wir haben oft über die kosmische Spalte gesprochen. Und hier ist das galaktische Zentrum zwischen dem achten und neunten Haus, zwischen Skorpion und Schütze. Und Skorpion ist das Ende des materiellen irdischen Daseins, also des Körpers, der Tod. Und damit wird das geistige Prinzip in der neuen, im Schützen geboren. Und das wollen sie verhindern, das müssen sie zubetonieren, dass wir keinen Zugang zu diesen geistig-seelischen Kräften in uns bekommen. Und deswegen versuchen sie uns einzureden, dass es das ist, dass nur das hier existiert, was wir mit unseren fünf Sinnen und mit unseren Händen und kognitiv wahrnehmen können, was man anfassen kann. Und alles, was jenseits ist, ist dann in den Händen von diesen falschen Priestern, Gurus und so weiter. Ne? Hier, das kriegt jetzt also die Acht, ne, diese Macht, auch im irdischen Dasein. Ne? Das wird ja jetzt immer mehr, also das geht am Ende zu, das wirkt nicht mehr, das kann hier nicht rübergehen in die andere Ebene. Aber jetzt fangen sie an, uns auf der seelisch-geistigen Ebene zu kapern. Und macht euch nichts vor, am allermeisten und am allerbesten gelingt das in der alternativen Community, über die Meinungsmache, über den Gutmenschen, über all das. So. Und warum lasse ich es nicht zu auf meinem Kanal? Also ich lasse es auch nicht bei mir in meinem Haus zu, wenn jemand reinkommt. Also diese Methoden, ne? Diese Methoden des Einflüsterns und Durcheinanderbringen, ne? Die sind sehr, sehr gefinkelt. Und wir haben sie
alle verinnerlicht und müssen sie, sage ich mal ganz bewusst, müssen sie tatsächlich aktiv bewusst machen, um sie eliminieren zu können, um sie aus unserem Haus rauszubekommen. Und werde ich jetzt in meinem Kanal das zulassen, dass da geistig, seelisch gekapert wird? Nein. Wie funktioniert Kapern? Ich habe ein Beispiel. Du erzählst etwas. Vielleicht wirst du sogar danach gefragt, du gibst deine Antwort und es liegt dir am Herzen, es ist etwas Wichtiges und du willst es sagen. Und auf einmal kommt der andere und schneidet dich ab. Das nennt man dann immer so reingrätschen. Ne? Und kann das auch mit Begeisterung machen. Ne? Oh ja, das ist mir auch passiert. Oh ja, ich erinnere mich. Und dann, ui, und dann kommt er in seine Begeisterung und dann merkst du sitzt hier und merkst, ah, okay, jetzt wurde mein Gedanke gekapert. Er wurde gekapert. Und das erlebst du zum Beispiel, nicht du, das erleben wir zum Beispiel bei den Filmen wie Matrix oder Avatar. Ob die von vornherein dazu gemacht wurden, um gekapert zu werden, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ab einem gewissen Moment wird das jeweils gekapert. Na, kapern tut man, indem man einen Angelhaken reinsetzt. Na, das ist wirklich wie bei der Piraterie von den Schiffen, na, dass du den Anker da irgendwie, also du tust einen Widerhaken reinsetzen und ziehst es auf deine Seite und machst dann damit, was du willst. Und es gibt fast nichts, was nicht gekapert wurde. Ne? Es geht im Gegenteil darum, dass wir sehr, sehr klar sind, um zu verhindern, dass wir gekapert werden. Und ich werde einen Teufel tun und meinen Kanal hier kapern lassen von irgendwelchen, die hier auf diesen Ebenen, operieren. Oder gar auf diesen, ja, das werde ich einen Teufel tun. Das heißt, die werden von mir einfach gekillt, ohne große Argumente. Und auch wenn jemand eine Astrologieberatung will und dann irgendwie kommt mit, ah oh ja, aber das kann doch gar nicht funktionieren und das hat sich ja alles irgendwie verschoben und der Mond ist ja auch nicht real und überhaupt, ja, okay, das ist alles die argumentative Ebene. Damit sind wir auf der linken Seite und dann sage ich, meine Beratung ist nichts für dich. Und wenn wir jetzt hier schauen, ja, haben wir auf der linken Seite definitiv die KI. Ja, also hier rechts haben wir das göttlich-schöpferische, göttlich-schöpferisch, ja, wie ihr das jetzt immer nennen wollt. Also das ist, die Begriffe sind mir jetzt ziemlich wurscht. Aber hier haben wir definitiv alles, was mit KI zu tun hat. Und deswegen hört sich das manchmal so ähnlich an, wenn ein Klaus Schwab was sagt oder ein Harari. Und das hört sich so ähnlich an wie das. Ja, warum? Weil sie das verwenden, sie kapern, sie tun eine Schlinge drum und holen sich's rüber. Sie angeln und fischen und holen sich's rüber, ja, und ziehen es auf ihre Seite. Und das passiert die ganze Zeit, das könnt ihr beobachten. Und wenn jemand aus dem unteren Bereich hier heraus irgendwie neunmal klug, muss ich lachen, neunmal klug der Ausdruck kam, oder so, na, egal. Auf jeden Fall, wenn dann jemand sagt, ja, aber so und so und so, ja, das bringt nichts, wisst ihr? Das bringt nichts, weil es kann die Kaperung auch nach unten erfolgen. Jemand von hier tut den Angelhaken, weil er das nicht versteht, was hier oben gesagt wird, zieht das auf sein Niveau runter. Ne? Hier geht es ums reine Überleben. Hier hast du was oben gesagt und er zieht das bis hier runter. Ja, aber wieso? Dann können wir doch alle nicht und wovon sollen wir dann leben und so weiter und was essen wir? Ja, dann hat das da nach unten gezogen. Und mit dem Schöpferischen, ja. Weil knapp daneben ist auch da vorbei. Das merke ich immer wieder. Und ich finde das grandios, wie das die Ingrid so gut ausdrücken kann. Das gelingt ihr natürlich über die Numerologie, weil das etwas sehr, sehr nein, nicht wissenschaftlich, Entschuldigung, Mathematisches ist. Es ist etwas sehr Klares. So, das vergleiche ich mit der Astrologie. Ne? Auch in der Astrologie haben wir diese 12 Prinzipien. Und ich erahne sie eher. Also für mich geht es nicht darum, jetzt unglaublich viel Literatur darüber zu lesen, über die einzelnen Prinzipien. Ich spüre sie. Ich habe sie immer schon gespürt. Ich spüre eine Widderenergie oder ich spüre eine Jungfrauenergie. Und damit kriegt es auch eine Klarheit. Aber das, was ich erlebe, da kann ich mich nur rantasten. Und das ist eine Pionierarbeit. Ich habe immer gesagt, ich erkenne im Gehen. Während der Reise mache ich Reiseberichte. Und so gesehen müsste ich eigentlich immer die letzten, oder also nicht die letzten, aber die alten immer wieder löschen, was ich auch teilweise tue, weil sie dann schon wieder irrelevant sind. Ne? Weil es ist nämlich so, wir können erkennen, können wir, jetzt muss ich ein anderes Blatt nehmen, das geht jetzt hier nicht zu veranschaulichen. Glaube ich zumindest nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss ein anderes Blatt nehmen. Also wenn wir etwas erkennen wollen, ja, und ich meine, jetzt kann man das natürlich mit der Numerologie. Ne? Also die 1, das ist das Ich.
um etwas zu erkennen, brauche ich die. Also hier wäre all eins, da kann ich gar nichts erkennen, ne, weil ich ja keine Unterscheidungsmöglichkeit habe. Ich brauche also die zwei, nehmen wir es jetzt mal das Du. Also das sind auf jeden Fall polare Gegensätze, ne? Die eins und die zwei. Okay, ich bin, das Ich bin, ist amorph. Erst wenn mir aus dem Umfeld oder von irgendwo aus der Umgebung ein anderes Prinzip entgegenkommt, ja, das ist dann das Du, entgegen, ja, bekomme ich Widerstand, ja, der Kontakt findet an der Grenze statt, hier findet der Widerstand statt und daran kann ich überhaupt erst was erkennen oder es definieren, es unterscheiden. Das heißt, ich brauche die zwei. Und das, die Auseinandersetzung damit, bringt mich auf die höhere Ebene, die dann immer die drei ist, wo ich beides, indem ich höher gegangen bin, wenn wir das jetzt als eine Spirale nehmen, dann bin ich höher gegangen. Von da oben kann ich erkennen, da habe ich jetzt die Selbstschau, da kann ich mich sehen, ich kann den anderen sehen, ich kann beide Prinzipien sehen und kann daraus eine dritte Wahrnehmung, Anschauung, wie auch immer, eine Erfahrung machen. So, dann mit der 3 geht es natürlich wieder weiter, das bleibt ja nicht dabei. Ne? Also dann geht es in die nächste Ebene. Aber zu sagen, und jeweils es, um weiterzukommen, ist es wichtig, dass ich damit umgehe, mit diesem Widerstand. Ja, wie kann ich damit umgehen? Ich kann mich mit ihm vereinen, ne, diese romantische Liebe, wo man sich mit dem anderen vereint. Ja, der Feind quasi in meinem Bett, nein, Scherz. Aber ich absorbiere ihn, ich integriere ihn, dann ist er in mir oder ich bin in ihm. Aber auf jeden Fall, dann ist er kein Feind mehr. Oder ich reibe mich an ihm, ne? Das ist dann die permanente Auseinandersetzung, was natürlich auch zermürben kann. Oder ich lehne ihn ab, bekämpfe ihn. Wie auch immer. Es wird nicht das eine oder das andere sein. Es werden verschiedene Dinge sein. Aber auf jeden Fall wird es mich zu einer höheren Ebene führen. So, und immer wenn ich auf der höheren angelangt bin, dann kommt der Punkt, wo immer alle reden vom Verzeihen und denken, ja, da oben, da bin ich souverän. Da kann ich dann sagen, oh, das hat ja alles seine Sinnhaftigkeit gehabt. Und dann erübrigt sich das. Ja? So wie ich jetzt zum Beispiel, also. Die Reibung kann man immer erkennen, solange man. Also ich habe mich jetzt sehr lange an dieser Welt gerieben, an dieser C-Wahnsinn-Welt habe ich mich gerieben, habe da auch Sendungen gemacht. Immer wenn irgendwie ich Blick machen muss, irgendwas hier, ein LKW oder so, ja. Also da habe ich mich gerieben und dann hat mich ja das Leben rausgezogen oder meine Seelenführung hat mich rausgezogen und jetzt kann ich das mit Abstand betrachten und natürlich dann wird es auch wie eine leere Hülle, so wie bei der Bienenwabe, ne, wird es absterben. Das heißt, dann merkst du, dann hast du nichts mehr damit zu tun. Das ist aber ein Prozess. Und was mir auffällt, ist, dass die Menschen dazu tendieren, dass sie diesen Prozess nicht haben wollen. Sie wollen nicht vorangehen. Sie wollen, wenn sie zum Beispiel hier in der harmonischen Liebe sind, dann wollen sie in der harmonischen, was ist das Wort? Symbiose. In der harmonischen Symbiose bleiben und wollen nicht rauf. Also wie überhaupt, ich habe ja immer gesagt, der einzige Mensch, der Veränderung freiwillig herbei wünscht, ist ein Baby mit angeschissenen Windeln. Das war ja nur so ein flapsiger Spruch. Aber Tatsache ist, dass wir uns immens wehren, vor allem wenn es um diese wirklich fundamentalen Übergänge geht, wehren wir uns immens. Und die Tendenz, das könnt ihr an der alternativen Szene jetzt merken, sie wollen immer nach unten ziehen. Ne? Sie wollen einen immer nach unten ziehen. Oh ja, vertragt euch doch wieder. Es muss alles harmonisch sein. Nein, ihr dürft nicht streiten. Nein, ihr dürft euch nicht aneinander reiben. Ihr dürft euch schon gar nicht trennen. Oh nein, ihr dürft euch nicht trennen. Wir müssen alle zusammenhalten. Wir sind alle eins. Ja, dann, ne? Also das muss dann auf Biegen und Brechen, darf da nicht, denn hier ist ja immer der Flaschenhals. Ne? Und das geht natürlich jetzt in allen Ebenen hier. Also hier hätten wir den Flaschenhals, da passen nämlich die zwei nicht durch, die müssen sich verschlanken, damit sie da durchkommen. Ne? Und das ist das, was ich da mit der Monika und also in den letzten beiden Sendungen mit dem Flaschenhals. Denn hier können wir natürlich jeweils den Flaschenhals sehen. Wie gesagt, ich glaube, dass es da auch größere Zyklen gibt, wo ein Riesen, ne, also ein Riesen, denn wir brauchen das Gefäß, damit überhaupt etwas wahrnehmbar ist und etwas erlebbar ist. Wir hätten im All eins, im Äon, hätten wir gar nichts erkannt. Ne? Die Frage ist jetzt nur, wer übernimmt die Führung? Übernimmt das kleine Kind, und ich meine jetzt nicht das göttliche kleine Kind, liebe Monika Donner, ich meinte das traumatische Kind, also das Unerwachsene, das
kindliche Kinderwelt. Ja, wie es halt in der Kinderwelt ist. Übernimmt das kindliche, das Kind in uns die Führung, das wäre fatal. Übernimmt ja, die egozentrierte Persönlichkeit, die Persona, die Führung, das wäre genauso fatal. Oder übergeben wir der Seele die Führung oder besser noch, am besten gefällt mir, ja, die Seele hat die Führung, genau. Die Seele ist der Chef, ne, die weiß auch, wo es lang geht. Und die Seele kann gut mit dem Kleinkind und sie kann auch gut mit der Persönlichkeit, denn die Persönlichkeit kann der Seele dienen. Also ich als Katharine Turner diene meiner Seele. Das heißt also, wenn hier jemand auftaucht und mir irgendetwas erzählt und hier Gefahr hineinbringt für das kindliche Wesen oder für die Persönlichkeit, dann, also die Persönlichkeit ist die, die nach außen agiert, die hier dafür sorgt, die Mund hat und Hände, ne, und Füße, weil das hat alles die Seele nicht, auf das sie sich durchsetzt. Das heißt, ja, da braucht es auch, dass wir das verlieren, die Angst vor der eigenen Macht. Wenn wir nur die Acht ist, Macht und Ohnmacht, ne, Wille auch. Wenn wir das negieren, wenn wir unsere Macht negieren, ja, wenn wir die Macht im Dienste der Seele stellen, dann wird sie der Seele dienen. Und das heißt nicht, dass wir nicht in dieser Welt auch mal ordentlich auf den Putz hauen. Das ist auch mal notwendig. Oder den anderen aus der Grenze hinaus verweisen. Die Tür zeigen. Ne? Das ist wichtig. Denn das hat auch was mit einem Abwehrschild zu tun. Ne? Also ich habe jetzt in den letzten ja, 2 Wochen, glaube ich, oder eine Woche auf jeden Fall, tatsächlich Angriffe auf mein Herz und mein, ist auch meine wertvollsten. Ne? Ich habe wirklich Herzrasen gehabt, die aber medizinisch nicht erklärbar sind. Und gestern habe ich einen Schrank geöffnet und mir fiel tatsächlich ein schwerer Gegenstand auf den Kopf. Mir ist der Himmel auf den Kopf gefallen. Das war eine Erschütterung, unglaublich. Und es hat mich natürlich ja, auf mich selbst zurückgeworfen und mich in die Ruhe hineingebracht und auf dieses Stopp halt, ne? Und auch darüber nachzusinnieren, ne? Was passiert hier? Was passiert hier? Und der Himmel ist Uranus, ne? Der Himmel, wir haben ja Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, ne? Und sie wollen ja verhindern, dass wir hier durchstoßen, dass wir zum Himmel hinaufgehen, ne? Also, ich glaube, ich habe hier noch gar nicht die Prinzipien weiter erläutert. Da habe ich auch Stopp gemacht, so wie der Harari beim achten Prinzip der Wende. Ne? Ich bin nur über die, ich habe nur das galaktische Zentrum, habe ich erwähnt. Ne? Darüber werde ich ein andermal mehr erzählen. In der neuen beginnt die Geisteskraft, ne? Sich zu verwirbeln, nach oben zu verwirbeln. Ein neuer Impuls, ne? Der über den Tellerrand im wahrsten Sinne des Wortes hinausgeht. Und in der 10, im Steinbock, manifestiert sich dann diese höhere Geisteskraft. Und in der 11, im Wassermann, vernetzt es sich mit den anderen. Und das, was natürlich auch das Internet ist. Und in der 12, in den Fischen, da sind wir wieder all eins. Da werden wir alle wieder zum Meer. Ne? Das ist pure Liebe, pures Sein. Da sind wir an der Grenze zur 13. Ne? Und ja, jetzt viele gehen jetzt hier durch dieses Nächste. Ne, wo wir von der 12 zur 13 kommen. Und ich denke, darauf bezieht sich der William, auf die 13. Nicht umsonst ist es die 13. Darüber habe ich auch mit Dieter Mionski gesprochen. Und wenn wir hier schon Attacken hatten, ja, dann haben wir natürlich hier noch mehr Attacken. Die Kräfte, die das kapern wollen, die KI-Kräfte, die beherrschen auch die geistigen Prinzipien. Ich verweise da auf ein kleines Video, das ich über die von der Sabine Wolf über die Atlanta und die Lemurier. Ne? Von wegen, die Atlanta hatten ganz viel Lichtbewusstsein, aber wenig Herz oder zu wenig Herz. Die Lemurier hatten ganz viel Herz, aber zu wenig diese Geistebene, das Lichtgeist. Und so sind diese, das ist ihre Meinung, ne? Also ihre, das hat sie so genannt, dass diese Kulturen, dass wir untergehen müssen. Und jetzt geht es darum, dass wir das wieder vereinen. Ne? Licht und Liebe, ne? Beides. Also die Erkenntnis, die geistige Ebene und die seelische Ebene, dass wir beides vereinen können. Und hier natürlich jetzt, wenn wir im Übergang sind, oder nicht wenn, sondern indem wir im Übergang sind, zwischen der 12 und der 13, am Ende der Zeiten, ja, wo ein Beginn auf einer neuen Ebene, auf einer neuen Dimension dann möglich ist, durch die 13. Und das ist
initiiert worden am 13. Jänner 23. Dann wird hier noch einmal alles aufgefahren, ne, was dagegen arbeitet, was das kapert. Und wenn wir jetzt von dem Polsprung reden, und da gibt es ja jetzt einige Videos, die sagen, wir erleben den Polsprung. Die einen sagen in uns, die anderen sagen rund um uns. Aber auf jeden Fall, ich denke, der Polsprung, damit ist jetzt die neue Bifurkationslinie gemeint. Ne? Weil die einen gehen in die Richtung KI. Und damit sind sie auf einer anderen Schiene. Ja. Und die anderen gehen in Richtung göttliche Schöpfungskraft. Und das ist der Polsprung, ne? Dass die einen in die eine Richtung gehen, in die Richtung von Harari und Schwab, und die anderen eben ja, sich ihrer eigenen Schöpferkraft bewusst werden und damit ja in ein neues Zeitalter gehen. Alles andere würde dem nicht gerecht werden, ne? Und ich finde das spannend. Ich habe mit Mathematik nie was anfangen können, aber Zeitqualität, damit konnte ich immer was anfangen. Und jetzt bekommen für mich die Zahlen eine Qualität. Ich bekomme einen ganz anderen Zugang dazu. So ähnlich wie das schon in der Astrologie passiert ist. Das sind nicht Prinzipien, die mir fremd sind, sondern die waren mir immer schon ganz nah, schon seit ich ja 20 bin oder so, ne? Dass ich diese Prinzipien durchdrungen habe. Sie haben mich eigentlich nie verlassen, auch wenn ich die Astrologie eine Zeit lang auch geparkt habe, weil ich da alles geparkt habe. Ja, und jetzt möchte ich noch auf diese Heldenreise eingehen, weil wir können ja erst uns überhaupt auf die Heldenreise begeben, also solange das kleine Kind noch ums reine Überleben kämpft, ja, macht es sich nicht auf den Weg. Also auf der untersten Ebene, die wir gestern in dieser Sendung mit der Ortrud behandelt haben, wo es ums reine Überleben des animalisch-biophysischen Körpers geht, um diesen Begriff von der Ingrid aufzunehmen, da können wir überhaupt, da gehen wir nirgendwo hin, da sind wir noch nicht einmal aufrecht, da sind wir auf allen Vieren, wohin sollen wir denn gehen? Ne? Und dann, wenn der Aufbruch kommt, dann gibt es ja diese berühmte Heldenreise, ne? Wo ich ja auch einige Sendungen darüber gemacht habe. Ich will jetzt auf die Stationen gar nicht eingehen. Also, okay, nur so weit. Der Held verlässt sein Zuhause. Das ist also der Sohn, der sein Zuhause verlässt. Der Held, der Narr natürlich auch, der sein Zuhause verlässt und sich auf eine Seelenreise begibt. Also wo auch immer, hier ist der Aufbruch, Entschuldigung, hier ist der Aufbruch. Der Aufbruch, das ist natürlich auch der Aufbruch der Heldin. Inanna in der Unterwelt wäre zum Beispiel so eine Heldenreise, der weiblichen Heldenreise. Also ob Held oder Heldin, auf jeden Fall geht es darum, der erste Weg führt immer nach unten, in den Untergrund, in den Hades. Das war die gestrige Sendung mit der Ortrud. Hier haben wir den tiefsten Punkt, das habe ich genügend in meinen Videos behandelt. Hier haben wir den tiefsten Punkt und dann geht es nach oben. Und meistens, also hier haben wir natürlich Herausforderungen, ja, also Übergänge, die größte Herausforderungen mit Hilfe und so. Ich habe das damals auch mit Frank Köstler behandelt und so. Ich glaube, ich brauche das nicht wiederholen. Sonst lest Campbell, ne? Der Herr aus 1000 Gestalten, da geht es auch um die Heldenreise. Ja, und hier findet er ja dann einen Schatz, der Held oder die Heldin. Hier findet er einen Schatz und dann geht es darum, diesen Schatz wieder zurückzubringen in die Welt und damit etwas zu machen. Und dann kann diese Spirale, auf einer höheren Ebene geht es dann weiter. Also es ist nicht ein in sich geschlossener Kreislauf, sondern es ist eine Spirale, wo man auf die nächsthöhere Ebene kommt. Und nun gibt es natürlich einige Fallstricke. Nämlich, der eine ist, du entdeckst hier deinen Schatz. Und was ist? Du bringst ihn nicht nach Hause. Du bringst ihn nicht zurück in das Königreich, auf das er dort fruchtbar fruchten kann, sondern du haust mit dem Schatz ab. So. Na, also das ist die Gier, das ist in die Falle der Materie, na, also den Schatz für eigene Zwecke, für egomanische, also wenn wir jetzt hier auf der Ebene, na, da wären wir hier unten, na, auf der Ego-Ebene, für sich nutzen, das ist der erste Fallstrick. Und ja, wenn sich da um meine Kinder handelt, die irgendwie Anfang 20 sind, dann merke ich, das sind Erfahrungen, die sie brauchen. Das ist wichtig für sie und da schmunzel ich. Aber ich habe vielleicht zu lange geschmunzelt, wenn es um sehr, sehr, ja, wenn es um vielleicht ja, Kinder geht, die eigentlich schon jetzt in die Reifung kommen sollten. Egal, auf jeden Fall, wenn der Schatz missbraucht wird und für eigene Zwecke benutzt wird, dann wird derjenige rausgeschleudert aus der Heldenreise. Dann ist er, das ist das, was ich dann nenne, noch einmal um die Lampe fliegen. Ne? Übrigens, am Fliegenfänger hängen würde ich
hier unten nennen, ne? Also das am Fliegenfänger hängen. Wenn du nicht mehr weiterkommst. Ne? So, also das ist der eine Fallstrick. Und das andere ist, du hast das geistige Prinzip. Der Schatz kann jetzt nicht irdisch, sondern das geistige Prinzip. Du hast eine geistige Erkenntnis, ne? Und du weigerst dich, diese geistige Erkenntnis wieder zurückzubringen, den Gral zurückzubringen sozusagen. Und was ist? Du verleugnest die geistige Erkenntnis, du vertuschst sie, du überbringst sie dem Feind oder wie auch immer, dem falschen Priester, dem falschen König. Also das Geistige, was sozusagen dann auf der Strecke bleibt. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt hier in großem Stil erleben, dass das gekapert wird, dieses Kapern. Und dieses Kapern ist für uns so normal, ja. Es ist das alltägliche Kapern. Wir erleben es bei jeder Sendung, bei jedem Austausch mit der Nachbarin, mit der Freundin, mit der Familie, mit was auch immer. Dieses Kapern ist eine ganz, ganz alltägliche Art geworden, miteinander umzugehen. Und auf welche Art auch immer. Und es heißt, hier hellwach zu werden und zu sich zu stehen. Und das ist das Wichtige, dass wir zu uns stehen und uns beschützen, beschützen, Schutz. Ich würde mal sagen, mir gefällt sogar besser, also der Schutz ist auf so einer körperlichen Ebene. Wisst ihr, das immer wieder hier unten, ne? Auf der rein körperlichen. Also das Kind muss beschützt werden. Das ist definitiv, ne? Und jetzt mittlerweile sind wir über die Phase hinaus. Also ihr wisst, dass ich immer wieder sage, also das Kind, das solltet ihr jetzt wirklich integriert haben und geborgen haben, ne? Wenn nicht, dann macht es bitte schnell im Schnellverfahren im Sinne von das Nachholen, ne? Also jetzt nicht mehr lang rum und auch nicht mehr lang jetzt irgendwie da noch 100 Mal um die Lampe fliegen, sondern das Kind packen unter den Rock, wo es sicher ist und gut ist, ne? So, dass es geborgen ist. Dass es einfach bei euch ist, ne? Und sich sicher fühlt, aber nicht die Führung. So, und hier sind wir aber auf einer anderen Ebene. Da geht es nicht mehr nur um Schutz, weil da geht ja, das ist ja derjenige, der Held, der nach draußen geht, ne? Der in der Heldenreise nach draußen geht. Da geht es also, da, mit Schutz kommen wir da nicht weiter, weil Schutz heißt, wir bleiben zu Hause, wir gehen gar nicht weg. Ich würde sagen, hier brauchst du ein Schild. Das passt viel, viel besser. Ein Schild. Ein Schild, auf das du. Ein Schild der Abwehr, wo auch die Angriffe abprallen, ja. Und ich meine, das mache ich ja oft, ne? Wenn irgendeiner reinfährt, na, der knallt dann halt gegen das Schild. Und dann wird mir vorgeworfen, oh, du zensierst und du, was war der letzte Begriff in dem bescheuerten Kommentar? Ich konfisziere. Da hieß es, ich konfisziere. Konfiszieren tut man etwas, was jemand anderen gehört. Und diese satanische Umkehr, ja, dass dann etwas, was du mit dem Schild abwehrst, denn du sagst, nein, mein Raum hier bleibt sicher, mein Haus bleibt sicher, mein Garten bleibt sicher, mein Kanal hier bleibt sicher, dass er nicht gekapert wird, weil, ich meine, die anderen haben es ja erlebt, was passiert, wenn da unten die Diskussion ausbricht. Ich habe das unter einem Video von mir, habe ich das gelassen erstmal. Das war dieses Rufwort, weil ich dachte, ich kann nicht zur Diskussion aufrufen und dann nicht unten da stehen lassen. Das war das helle Chaos. Ich weiß noch nicht, ob ich das eines. Ich denke, eines Tages werde ich die ganzen Alten rauslöschen, ne? Weil es ist Schnee von gestern. Ne? Ich mache nicht in Stein gemeißelte Weisheiten, sondern es sind für mich Erkenntnisse, die ich gewinne und dann gehe ich wieder weiter. Weil aus der Eins und der Zwei wird dann wieder die Drei. Und sobald ich da oben bin, ist es da unten für mich schon kalter Kaffee, ist schon Schnee von gestern. Wie ich da hingekommen bin, ja, daran erinnere ich mich und das versuche ich hier weiterzugehen. Aber die Auseinandersetzungen, die da stattgefunden haben auf diesen unteren Ebenen, die werden dann alle völlig hinfällig. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht brauchst. Und deswegen sage ich immer, diese alternativen Harmoniesüchtigen, die immer sagen, nein, es darf keine Reibung geben, es darf, nein, es darf es nicht geben. Alles am richtigen Platz. Ne? Ich will unter meinem Kanal keine, weil das ist kein Diskussionskanal, ne? Das ist kein Argumentationskanal. Da will ich das nicht haben, weil das. Dann kommt der alte Geist rein. Dann unterschätzen wir nicht die geistige Verunreinigung, das geistige Vergiften. Ne? Also da reicht ein Tropfen. Das muss man schon sagen, vor allem, weil wir ja noch so anfällig sind. Ne? Wir brauchen eine gewisse Schutzzone und da ist das Schild wichtig, wo sich das überhaupt erstmal ausbilden kann. Ne? Wenn wir, das habe ich zusammengefaltet, ich hoffe, ich kriege es wieder auseinander. Wenn wir jetzt wieder von diesen 12 Prinzipien ausgehen, dann ist ja immer zunächst einmal das Ganze, weiß ich gar nicht mehr, wo ich es habe, das Ganze ist zunächst einmal sehr amorph. Ah, hier ist es, sorry.
Ein echtes Chaos, so wie ich es liebe. Also hier, immer auf den unteren Ebenen ist das ja alles noch sehr amorph. Also man könnte das jetzt natürlich auch mit den kardinalen fixen, also mit diesen Attributen könnte man, Kennzeichnungen, ne, könnte man das auch, dass etwas ein Beginnen ist, es sich dann fixiert und dann schon wieder im Wandel ist. Da gibt es natürlich diesen Begriff von Shiva. Ne? Nicht, dass ich da jetzt so bewandert bin, aber wir brauchen immer dieses etwas, baut sich auf, es ist etabliert und dann ist es schon wieder im Sterben und muss sich schon wieder zerstören. Shiva. Und nicht umsonst sagt die Ingrid Rasselenberg sehr, sehr richtig, dass wir eigentlich in dem Moment, wo wir inkarnieren, im Grunde genommen in den Tod hineingehen. Das ist, damit sind wir im Chronos. Damit sind wir in der Endlichkeit. Wir haben uns verstofflicht, wir haben uns materialisiert und damit ist die Sanduhr quasi am Durchsickern. Das heißt, da wirkt Chronos. Ne? Kairos ist, wo jeder Moment die Ewigkeit ist. Und das ist, wie ich jetzt lebe, ne, schon seit einigen Jahren, das immer, und das fand ich auch so schön, dass sie das in einem Video, wenn ich es finde, gebe ich es drunter. Ja, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Dieses, dass immer der nächste Schritt bestimmt, wie es weitergeht. Das ist bei mir. Deswegen mache ich keine Prophetie und mache auch keine Sendungen. Peter Altmann wollte eine Sendung machen mit der Monika und dem Manuel und mir über Zukunftsprognosen. Und da habe ich gesagt, da bin ich die völlig falsche. Weil für mich ergibt der nächste Schritt, ich mache immer nur den nächsten Schritt, daraus ergibt sich der nächste. Ich habe also, es ist, wenn überhaupt, dann ist es wolle was kommen. Und nicht, dass ich irgendetwas mir im Hirn ausmale mit meinen unteren Regionen, was ich mir ausmalen kann, das kommt nicht dran an das, was meine Seele für mich vorgesehen hat. Von daher folge ich hier nur der Seelenführung. Und das geht einfach immer nur im Kairos, in dem Moment, darüber habe ich eine ganze Sendung gemacht, den wir beim Schopf packen, der sich ausdehnt, der allumfassend ist, dieser eine Moment, wo sich im Sinne des Kreuzes, wo sich im Sinne des Kreuzes, Gott, oh Gott, die beiden Achsen berühren. Ne? Das ist Kairos. Ne? Das wäre in der Astrologie, das in der Mitte, jenseits aller 12 Tierkreiszeichen. Kairos. Alles und nichts. Der eine Punkt, der sich zum ganz Großen ausdehnt. Und ja, und wenn wir überhaupt keine Materie mehr haben, dann sind wir im Äon. Ne? Und ja, aber dann ist die Frage, sind wir tot oder ist es dann nur noch Geist? Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Art von Form oder Materie, um überhaupt noch einen Unterschied erkennen zu können. Ne? In diesem Sinne, es ist alles gut, so wie es ist, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und das war, was war das eigentlich? Ich glaube, dass wir das jeden Moment so nehmen, wie er kommt. Und auch wenn es Reibung gibt, dann soll das so sein. Auch etwas, gegen das wir uns verwehren, ist wichtig, damit wir unseren Standpunkt daraus erkennen können. Damit sich aus dem Stein die Pietà herausmeißelt. Denn wenn du nur den Stein vor dir hast, ja, dann weißt du nicht, na, was ist es? Und ich kann immer nur im Rückblick sagen, warum hat mich meine Seele da durchgeführt? Ne? Manche sind ganz, ganz kriegen einen dicken Hals, aufgrund, wenn irgendwie die Sprache kommt, von dem, was im November da in Gang gesetzt wurde. Ja, aber für mich, ergibt sich das überhaupt erst in der Rückschau ganz schlüssig, ne? Warum was passiert ist. Ne? Also warum es im November dazu kam, dass ich aus dieser Dreier-Community raus bin und seither so eigene Videos mache oder mit anderen neuen Gesprächspartnern. Oder alten, wie auch immer. Ich erkenne es sehr, sehr genau. Es meißelt sich immer klarer raus. Es zeigt sich immer klarer, warum und was der Schatz ist, den ich aus dieser Heldenreise mitnehme. Welchen Schatz dann der andere mitnimmt, ja, mein Gott, das ist dann seine Sache. Ne? Es geht ja nicht darum, jemanden zu verurteilen, sondern wie ich das schon geschildert habe in dem Quadrilog, oder manche sagen, es heißt Quadrolog, ich bin jetzt von der Quadrille ausgegangen und so, ach, wie auch immer. Also was du hast, wenn du jetzt wenn du auf die höhere Ebene durch den Flaschenhals, wenn du da durchgehst, ne? Oder halt durch diese einzelnen, hier durch diese Grenzen, ne? Da durchgehst, was dann natürlich passiert ist, du brauchst
den Widerstand. Das habe ich in der da gesagt, damit du dich abstoßen kannst, damit du nach oben kannst. Sonst kommst du nicht nach oben. Und natürlich fühlt sich das für dich an, als würdest du auf ihm herumtrampeln. Oder aber umgekehrt, du willst abhauen und er packt dich bei den Füßen und will dich nach unten ziehen. Ja, im Grunde genommen sind ganz viele Kommentare, die so immer so kritisch sind oder so, oder meinen, sie sind, weiß Gott, wie intellektuell hinterfragend oder so, sind in Wahrheit einfach nur der Versuch, nach unten wieder zu ziehen. Und naja, ihr kennt ja meinen Spruch, ist es nötig, hilfreich, ist es wahrhaftig, ist es von Herzen. Und wenn es nichts von alledem ist, ja, mein Gott, dann ist es unnötig wie ein Kropf und dann mache ich es weg. Ne? Ja, logisch, weil ich will das ja auch hier unten überschaubar halten. Ich will auch dem Ganzen eine Ausrichtung geben. Und ja, es ist mein Kanal, ich gestalte ihn. Meine Schöpferkraft bestimmt hier. Ja, das ist so. Denn ich bin die Chefin, nicht ich im Sinne von ich bin. Ich bin die Seele. Die Seelenführung ist die Chefin, was meinen Körper betrifft, was mein Heim betrifft, was mein Königreich betrifft und was meinen Kanal betrifft. Und ich kann euch das auch nur so empfehlen. Ja, also, ich hoffe, es gab viele Anregungen wieder. Und ja, es wird ein Gespräch mit Carsten Pötter und der Nancy geben. Da werden wir auf die Aussagen von William Toll eingehen. Das ist wichtig. Dass das thematisiert wird, auch wenn ich es nicht weiß. Ich kann nicht behaupten, dass ich es weiß. Wie könnte ich auch? Ich gehe immer nur den nächsten Schritt. Aber hier oben gibt es jemanden, der weiß. Auch wenn das dann noch amorph ist und vielleicht nur erahnbar ist. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, einen schönen Tag. Tschüss.